Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich wurde gefragt, mehrfach schon, aber ich weiß leider nicht mehr genau von wem, was kann man machen, wenn einem auf dem Crosstrainer, die du hier hinter mir siehst, die Füße einschlafen? Also wenn man eine ganze Weile auf dem Crosstrainer trainiert hat, halbe Stunde oder länger, wie auch immer, und es fangen einem jedes Mal die Füße an einzuschlafen. Was ist die Ursache oder was kann man dagegen tun? Ich habe schon Leute gehabt, die haben sich neue Schuhe gekauft, weil sie dachten, dass das am falschen oder schlechten Schuhwerk liegt. Das ist es nicht. Du brauchst keine neuen Schuhe zu kaufen. Die Erklärung ist ganz einfach. Und zwar, wenn du auf dem Crosstrainer trainierst, dann machst du ja nicht wirklich einen Schritt. Du machst ja nicht wirklich einen Schritt in dem Sinne, dass dein Fuß das Pedal komplett verlässt und auch komplett entlastet wird und dann wieder belastet wird, wie du es machen würdest, wenn du ganz normal gehst oder joggst auf dem Laufband oder draußen, sondern du hast quasi den Fuß immer mehr oder weniger auf dem gleichen Druckpunkt stehen. Der Fuß, der Vorfuß, der Fußballen wird immer belastet. Ein kleines bisschen mehr, wenn du das Pedal runterdrückst, ein kleines bisschen weniger, wenn es wieder hochkommt. Aber er wird nie vollständig entlastet. Und dadurch, dass quasi permanent Druck auf dem Fußballen ist, ist natürlich auch permanent Druck auf den Nerven, die in der Fußsohle im Fußballen entlanglaufen. Und die werden quasi dauergedrückt und dadurch schlafen sie letzten Endes ein. Das ist letzten Endes nichts anderes, als wenn du lange in einer bestimmten Position sitzt und diese einfach nie veränderst. Du hast dadurch immer die gleichen Druckpunkte und irgendwann schläft dir das Bein ein. Eigentlich ist es genau das Gleiche. Die Lösung ist dafür ganz einfach, und zwar, wenn du in dem Moment, wo das Pedal nach oben kommt, den Fuß leicht anhebst, also das Gewicht wirklich von dem Bein, was sich gerade nach oben bewegt, komplett herunternimmst, den Fuß wirklich ein kleines bisschen vom Pedal löst, sodass er komplett entlastet ist, und wenn das Pedal runtergeht, stellst du das Gewicht wieder voll drauf. Das heißt, du simulierst dadurch stärker eine Gehbewegung und hast dadurch eine richtige Be- und Entlastung Phase auf dem Fuß und auf dem Pedal, und dann wird dir das nicht mehr passieren, dass der Fuß dir einschläft. Vorsicht, bitte nimm den Fuß nicht ganz vom Pedal runter, sodass du das Pedal auf jeden Fall wieder triffst, wenn die Abwärtsbewegung kommt. Nicht, dass du daneben gehst, das wäre sehr schlecht. Also, einschlafende Füße auf dem Crosstrainer, die Füße in der Aufwärtsphase des Pedales leicht abheben, sodass der Druckpunkt auf dem Fuß einmal voll entlastet wird, und dann wirst du diese Probleme nicht mehr haben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.